Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 12. Part von Heavy Rain. Wir befinden uns hier auf der Polizeistation und berichten über den Mord an Manfred. Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und da war er schon tot. Und erzählen die leider sehr unglaubwürdig klingende Geschichte. Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Ja, man muss aber denken, wir waren natürlich ein wenig unter Schock und unter Stress natürlich auch. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Okay? Alles klar, wir sollen also in der Stadt bleiben. Natürlich, Sie müssen es ja erreichen können. Falls irgendwas Neues rauskommt oder beziehungsweise falls sie von zurückkommen wollen einfach. Die Musik ist gerade ein wenig zu laut für die Stimmen. Das ist nur selten der Fall, deshalb stelle ich es nicht um. Und da die Musik so großartig ist. Und anscheinend kennen wir uns hier mit, also sind wir bekannt mit Blake. Danke, Carter. Was gut. Bist du gerade an irgendwas dran? Wir wollen ihm nicht unsere Fortschritte mitteilen, denn wir haben ja einige, die die Polizei hier nicht hat. Zum Beispiel eben das mit dem Sohn von diesem reichen Typen, dass der sehr auffällig ist. Was die Polizei eben noch nicht wirklich weiß, sofern ich das sagen kann. Zumindest hat die Polizei noch nichts unternommen gegen diesen Typen. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Ich habe jetzt aber deinen Umschlag schon gescannt. Kein Spiel, das ist wirklich... Das ist kein Spiel. Also es ist ein Videospiel, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Er war nur 3 Meter entfernt. Nein, ich lasse den Killer nicht wieder so nah an sie ran. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Am ehesten verärgert so ein bisschen, dass sie nicht auf uns hören will. Sie werden jetzt ein braves Mädchen sein? Geht ein braves Mädchen. Mit der Ermittlung weitermachen. Es ist zu gefährlich, ganz einfach. Was? Halten Sie an, verdammt! Yo, 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 yo. Bist du eigentlich behindert oder so? Die liegen mir ja nicht so, die Quicktime-Events. Das wissen wir, ich hoffe, dass die nicht mehr so vorkommen. Ist alles aber keine gute Idee. Entschuldigung. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Ja, also lieber sie ist bei uns dabei, anstatt als dass sie es alleine macht. Verständnis. Ja, so ein bisschen Verständnis ist ja klar. Sie, nicht so zurücklassen. Sie, würde alles tun, sie will den Mörder ihres Sohnes finden. Ich meine, das ist natürlich. Sie hat irgendwo Rachegelüste, aber wir sollten einfach raus. Anstatt jetzt weiter nachzudenken, einfach raus. Weil wenn sie alleine weitermacht, das macht es nur noch schlimmer. Da ist sie lieber bei uns dabei, denn wir können sie theoretisch beschützen. Zumindest ein bisschen. Nicht, dass ich nicht glaube, dass sie sich selber verteidigen kann oder sowas, aber... Fehlt mir. Es ist zu unsicher. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Das glaube ich. Zärtlich. Und sie kommt wieder mit ins Auto, das ist gut. Ja, sie braucht einfach Unterstützung in die Situation. Ich meine, ich kann mich natürlich nicht hineinversetzen in die... Das geht gar nicht. So, in so einer Lage kann man sich, glaube ich, nicht wirklich hineinversetzen, aber... Ich glaube, was Schlimmeres gibt es für eine Mutter einfach nicht, als ihr eigenes Kind zu verlieren. Donnerstag, 11.15 Uhr. Ethan spielen wir. Er hat ja noch eine Prüfung. Und zwar...
Würdest du jemanden ermorden, um deinen Sohn zu retten, hieß es in etwa. Und das ist so eine, selber leiden und so, das ist alles so eine Sache, aber jemand anderen, jemand, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat, wissen wir ja nicht, wir wissen nicht, wen wir umbringen sollen. Ja, was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du... Hey, bleib ganz ruhig, Mann, ja? Bleib cool. Keine Junkies haben. Stoff? Kohle? Kein Dealer also? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ne? Oh. Oh, der hat den fucking Shotgun. Das ist blöd. Entschuldigung, eine E-Gitarre. Hätte man vielleicht ein kleines Liedchen spielen können, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, als es daneben zu werfen. Als es die E-Gitarre daneben zu werfen. Oh, oh. Mal kurz einen Warnschuss abgegeben. Okay, es ist also nicht so, dass man irgendwie... dass er vor einem sitzt oder so angebunden und man die Entscheidung hat, sondern hier ist ein richtiger Fight jetzt ausgebrochen. Ach du Scheiße, und das sieht wirklich alles andere als gut aus. Wie viel muss denn nicht mal nachladen? Also eigentlich hat eine Schrotflinte so 8 oder vielleicht höchstens 16 Patronen. Oh. Leer, was? Warte, Mann. Du kannst alles haben. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Entschuldigung, noch einmal. Ich brauch keinen Stoff. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Uff. Das sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Das können wir nicht machen. Ist Cindy. Wir könnten, das können wir nicht machen. Mann, ich will sie wiedersehen. Bitte. Das können wir nicht machen. Wir können den Kindern nicht ihren Vater wegnehmen. Wir schießen nicht. Ich bin auch Vater. Aber kein Killer. Nein, wir können nicht einen unschuldigen Mann erschießen, der auch noch Kinder hat. Zwei kleine Töchter. Wir würden den Töchtern einfach so ein etwas Schlimmes hinterlassen. Und nur weil für uns es wahrscheinlich besser wäre, um unseren Sohn zu finden, können wir nicht jemand anderem oder zwei anderen Personen, zwei anderen kleinen Mädchen, das Leben zur Hölle machen. Und wir haben jetzt nicht geschossen, wir haben also keine weiteren Buchstaben. Ich bin kein Mörder, nee. Nicht in diesem... Wäre das jetzt irgendjemand gewesen, der irgendwie... Ich meine, er ist ein Dealer anscheinend, also nicht so... toll, aber wer ist jemand gewesen, den man kennt und der einfach scheiße ist, sein ganzes Leben lang, keine Ahnung, aber nicht bei jemand, der nichts damit zu tun hat, der zwei kleine Mädchen hat, um die er sich kümmern muss, das können wir einfach nicht bringen. Hat heimlich Junkies Drogen verkauft, hat ein Vermögen damit gemacht, hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marvel Street, wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Okay, mit Madison also. Vielleicht erfahren wir jetzt mal mehr über ihre Hintergründe. Wie gesagt, ich schätze, dass sie auch eine Art Privatdetektivin ist. Hey Matt, sei vorsichtig, okay? Entschuldigung, was ist denn wieder los hier? Bis später. Vor der Aufnahme nichts, ne? Selten rumgehüstelt. Jetzt in der Aufnahme schon dreimal oder so. Dann liegt vielleicht daran, dass ich natürlich meine Stimme anstrengen. In der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, liegt. Ah. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Okay, also ein alter Doktor anscheinend. Dann klingeln wir doch mal. Hoch. Achso, stimmt. Bei rechts ist immer so, da muss man so rechts unten irgendwie. Da ist es nicht so, dass man nach rechts muss. So. Hallo. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Betropen? Und zwar rezeptfrei. Sag's mir nichts. Das stimmt nicht. Wiedersehen. Na, warte mal. Ich hab doch meine Infos. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich hab Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Ja, es sollte klar sein, dass wir Geld haben, wenn wir irgendwas von dir kaufen wollen, was auch immer es ist. Der wirkt sehr creepy, ne? Er hat ein schönes Hemd, das ein bisschen zur Wand passt. Aber nicht von der Farbe her, aber vom Muster so ein bisschen. Betropen, meine Liebe. Wobei, auf seinem Ding sind ja schöne Blümchen. Probleme?
Wie viel denn? Ich weiß nicht. 280 Stück. Vier Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Ach, nee, du, danke. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Also, ich fühle mich bei dem ein bisschen unwohl. Irgend so ein Drogendealer kann man ja schon sagen. Jemand, der eben rezeptfrei ein paar Sachen verkauft. Jetzt gibt er uns doch einen Drink, aber ich will da eigentlich nichts von trinken. Wenn ich ehrlich bin. Wer hat mich empfohlen? Vage. Wir antworten einfach vage. Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Das war eigentlich eher ausweichen als eine vage Antwort. Medizin. Nein, trinkt es nicht. Haben Sie auch noch andere Medikamente? Das ist das Ding, der tickt ja mit Pillen und so einem Scheiß. Also wer weiß, was der da in den Drink gemischt hat. Und bei Ihnen, wie ist Ihr Preis? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Wohnung. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Naja, schade. Die eine Wohnung war ja unbewohnt. Ich suche was in der Marble Street. Zack, da holt er sich's rein. Ich will trotzdem nichts davon trinken, einfach. Nee. Wir sind Häs. Danke, aber ich habe keinen Durst. Dass wir was trinken. Gefällt mir absolut nicht. Entschuldigung. Das Rezept dauert nicht. Okay, jetzt lässt er auch danach. Warten Sie. Ich meine, Drink anbieten ist ja cool. Dann trinken Sie, ja? Der ist mir. Der Kerl ist alles, aber nicht geheuer. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Okay, da sind ein paar Bücher, vielleicht ist da irgendwas dabei. Sieht nicht danach aus. Okay. Oh, die Mucke, warum ist denn die gerade so? Da sind nochmal alles, was mit so einem Papier zu tun hat. Könnte ja interessant sein, vielleicht steht da drauf. Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat. Wer die Wohnungen mietet. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Vielleicht ist das ja auch sein Plan. Er möchte die US Army schwächen. Oh. Das war zu laut wahrscheinlich. Aber ins Badezimmer dürften wir ja wohl rein, ne? Würde ich sagen, mal behaupten. Ich denke aber nicht, dass hier irgendwas Wichtiges drin ist. Das hat diesmal ein bisschen leiser. Was sollte im Badezimmer? Was ist hier? Nein, nein, nein. Geh da rein. Na. Das war diesmal leise, weil wir wissen, ins Badezimmer darf man ja wohl, aber. In Schlafzimmer schon eher weniger. So, hier haben wir hier irgendwas. Guck mal, was ist das? Blue Lagoon. Kann man sich ja mal einstecken, ne? Vielleicht ist es ja eine schöne Eintrittskarte. Vielleicht können wir jetzt in den Club oder so. Das ist ein Schrank. Okay. Ich schätze mal, da ist eine Kleidung drin, aber. Operations- mal nach. Oh. Ich dachte, er praktiziert nicht mehr. Vielleicht eine schräge Art von Andenken. Vielleicht operiert ihr auch hier an irgendwelchen Menschen rum, wer weiß. Okay, wir wollen dem alten Mann jetzt nicht hier zu viel Böses zumuten. Er ist nur ein bisschen creepy. Alte Menschen können aber auch halt leicht creepy sein, das ist halt einfach so. Hier ist die Küche. Neugieriges Luder. Du Dreckiger. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Okay, er ist wohl doch sehr komisch. Ich habe gerade gesagt, man sollte mal nicht zu viel komisch. Oh Gott. Oh fuck. Ah, sagen Sie Hi zu Matthew. Hi Matthew. Angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsführer. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street.
Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Schreien so viel bringt, leider. Komm. Komm schon. Aber das. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber wir schreien einfach mal wild. Mir fehlt das Operieren. Also ergreife ich jede Gelegenheit. Also hat er seine Operationskittel wirklich da, um hier irgendwelche Leute zu operieren. Fuck. Also nehme ich das, was da ist. Das macht ihnen doch sicher nichts aus. Nein, nein. Ich mag nur Operationen nicht. Und vor allem nicht mit sowas. Oh fuck. Oh fuck, was geht denn jetzt ab? Will der damit in meine... Der will damit... Oder will der mein Knie? Oder will der mein... mein weibliches Geschlechtsorgan? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ach ja, das kenne ich. Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Okay, hey, wir müssen uns jetzt befreien. Und zwar schnell. Wie sollen wir das loskriegen? Funktioniert nicht. Vielleicht das Bein. Ah, das Wort. Oh, wir haben unser Bein freigekriegt. Oh, langsam, langsam. Gut, Herr Bibeltyp. Mach ruhig weiter. Bruder, genau, nenn ihn Bruder und er ist sein Freund Gottes und verkauf ihm irgendwas, keine Ahnung. Wir haben beide Beine frei. Fuck. Oh nein, das ist natürlich nicht so gut. Okay, okay, okay. Komm schon. Fuck. Schnell, schnell, schnell. Wir sind frei, wir sind frei, wir können kämpfen. Huia. Oh Gott. Was ist das für ein kranker Bastard? Oh, nicht wieder auf den Operationstisch. Alles nur keine Operation, doch, Herr Doktor, danke. Oh Gott. Ah, du Wichser, Dreckiger. Komm mit dem... Oh, schön. Mit dem Hammer. Das Rohr hier. Zack, in die Klöten, Alter, du Wichser. Fuck. Lass mich in Ruhe, Alter. Alter, der Wichser. Das gibt's doch nicht, wie er mich immer wieder kriegt. Weiter, 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 weiter. Nimm das Ding und schneid ihm die Kehle auf oder sonst irgendwas. Komm schon. Hau ab, Alter. Was ist das für ein kranker Wichser? Nein, Schack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das... Alter, nein. Fuck. Ich glaube, wir haben verkackt. Nein, Alter. Oh, geil. Gut gemacht, Madison. Ich habe echt gedacht, wir hätten verkackt, weil wir schon einige der Events verkackt hatten. Alter, was für ein kranker Typ. Gottes Willen. Ein Kommentar in der Sequenz bestand nur aus, oh Gott, Hilfe, keine Ahnung, aber ich muss mich auf die Quick... Die Quick-Time-Events sind aber echt gut, also sie sind von dem, wie schnell man sie machen muss, echt gut. Schlaues Mädchen, danke. Sind die echt gut, Seilkönigin, aber absolut. Donnerstag 14:18 Uhr.
Nee, die sind echt gut. Also man konnte am Anfang auch einen Schwierigkeitsgrad einstellen. Zwischen drei Schwierigkeitsgraden konnte man auswählen. Ich habe den mittleren genommen einfach und der passt mir doch ganz gut tatsächlich, würde ich sagen. Ich verkacke hier und da mal eins, aber die meisten kriege ich soweit hin. Stimmt, mit ihm war irgendwas mit Mad Jack, soweit ich weiß. An den Namen kann ich mich noch erinnern. Ich muss dazu sagen, die Folge davor war, ist schon eine Weile her. Gehen wir mal hier rein. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? Na, bist du Mad Jack? Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Na, immerhin. Er zeigt sich kooperativ, zumindest ein bisschen. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht... Ja, aber du führst doch bestimmt Buch, oder? Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Ja, dann Kampf würde ich mit ihm auch nicht gern provozieren. Ich meine, der sieht schon ein bisschen kräftiger aus als wir. Setzen wir mal lieber unser Brillchen auf. Unseren Handschuh und schauen einfach mal. Können wir hier reinsteppen? Ja, können wir. Na, guck mal, da ist doch was. Handabdrücke, wahrscheinlich von ihm. Wahrscheinlich von Magic. Denke ich auch, seine Thermosflaschen. Sonst nicht noch irgendwas? Sieht denn. Ah, wobei, doch hier das Poster. Merry Christmas! Dankeschön! Weihnachten ist zwar schon ein Weilchen vorbei, aber trotzdem sind solche Poster natürlich immer schick. So, dann laufen wir mal hier hinten rum. Na, da ist was. DNA. Blut. Warum ist hier Blut? Ist es von Jack oder? Eher nicht. Ich will Dart wieder rauskriegen. Hier sind Reifenspuren. Vielleicht auch ganz interessant, was hier für ein Wagen weggefahren ist. Weil das ist ja so wie der Chevrolet, den wir suchen. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Okay. Hier sind noch Fußspuren. Sind die von Jack oder sind die vielleicht von Mörder? Muss ja, okay, das muss ja. So wie der aussah, 48 passt gut. Hier ist noch was. Okay, überall auch Fingerabdrücke wahrscheinlich. Neville Jackson, also known as Mad Jack, okay. War Jackson Neville? Keine Ahnung, klingt, können beides Vor- und Nachname sein. Hier ist noch was. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen. Das ist interessant, dass die sich auch hier befinden. Da ist noch was. Weitere Reifenspuren. Wir schauen uns hier schön gründlich um, würde ich sagen. Das ist auch vom Chevrolet. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Das ging zu schnell. Wir schauen uns hier ganz gemütlich um. Was ist da? Ja, da konnten wir uns noch was angucken. Ein paar blaue Farbspuren. Die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Okay. Vielleicht ist hier noch was. Ja. Hier Fingerabdrücke, auch von Mad Jack. Und auch nochmal Dangerous Person. Wir sollten uns wirklich nicht mit dem anlegen. Auch armed, also bewaffnet. Jetzt laufen wir die Seite hier ein bisschen ab. Guck mal, da ist noch was. Fingerabdrücke auch von Mad Jack. Aber lieber alles zweimal untersuchen, als irgendwas zu übersehen, würde ich behaupten. Und so wissen wir, dass er auf jeden Fall hier arbeitet, ne? Ansonsten scheint sich hier aber nichts zu befinden.
Ah, doch, guck mal. Na, jetzt wird. So, ein kurzer Cut, denn mir ist gerade mein Programm zum Stimmeaufnehmen abgeschmiert. Ihr habt aber nichts verpasst, ihr habt zum Glück direkt gemerkt. Nur diesen Hinweis, ihr habt ihr verpasst. Können wir uns den nochmal angucken? Ne, leider nicht, schade. Ich hätte mir den gerne nochmal angeguckt, dass ihr auch seht, was da dann war. Ich habe es nämlich auch nicht mitgekriegt, weil ich darauf achten musste, was mit meinem Stimmenprogramm passiert ist. Oh. Stimmt, irgendwas mit Säurebad war das. Magic. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Hm, so neugierig wie ich. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Okay, fuck. Zack! Rutsch mal aus, Junge. Aua! Oh Gott, jetzt gibt's den Body Slam. Aufs Auto, Alter. Oh oh. Oh. Aio. Das war knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verschwinden, lass mich in Ruhe. Du kommst in große Schwierigkeiten, wenn ich dir das Rohr aus der Hand prügeln kann. Wann das auch immer sein soll. Oh, jetzt zum Beispiel. Schnell zur Waffe, zur Waffe, zur Waffe, zur Waffe, zur Waffe. Egal, wir haben die Waffe. Ziel auf ihn, Ziel auf ihn. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Würde ich doch jetzt auch mal sagen. Mach dich doch ins Knie. Ich glaube, ich könnte mal ins Knie schießen, hä? Bist jetzt komplett übergeschnappt? So macht man das nämlich. Oh, scheiße, Jack. Na, so nur ein kleiner Warnschuss hier. Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Siehst du? Bringt was. Ein, du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Bleib sitzen. Also ich hätte es gesehen. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß Blue ich Lagoon, nicht. Davon hatten wir diese Karte gefunden. Mit auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was... Fuck. Scheiße, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird... Fuck. Schieß ihm ins Bein oder so, jetzt mal im Ernst. Oh, oh. Oh, oh. Halt dich, halt dich, halt dich. Komm, 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 komm. Oh, er nimmt die Scheiße wieder. Aber okay, in so einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, dann nimmst du lieber den Müll, als zusammenzubrechen. Weil wären wir zusammengebrochen, wären wir wahrscheinlich auch in dem Säurebad gelandet. Jetzt hat er Handschellen an und ist uns also keine große Gefahr mehr. Hoffentlich, man weiß ja nie. Einen neuen Bonus freigeschaltet. Dankeschön. Finde ich super. Das finde ich super. So einen neuen Bonus, den gönne ich mir. Donnerstag, 16.30 Uhr. Aber ich würde sagen, hier machen wir im nächsten Part von Heavy Rain weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst uns noch oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, ohne dass mein Programm zum Stimme aufnehmen abschmiert. Peace up und haut rein.